News. Hi, heute bin ich's wieder, Jonas, der Mann mit dem Drehstuhl. Aber keine Angst, ich habe gelernt vom letzten Mal. Dieses Mal bleibt ihr von Drehungen verschont. Ich habe mir gedacht, ich bringe euch heute ein paar Möglichkeiten mit, wie ihr euch digital die Zeit vertreiben könnt. Die nutze ich teilweise selber. Oder vielleicht können wir die gerne auch mal zusammen nutzen, wenn ihr Bock habt. Genau, und dazu nehme ich euch jetzt mit und schneide mal auf eine andere Ansicht um. Wir sehen uns. Wenn es um digitale Möglichkeiten geht, sich die Zeit zu vertreiben, dann möchte ich an dieser Stelle noch einmal Werbung machen für unsere Quiznight am Freitag, den 3.4., 18.30 Uhr. Alle Infos dazu findet ihr auf unseren Kanälen als Beiträge. Schaut da gerne nochmal rein. Ihr könnt euch noch anmelden bis morgen. Macht das gerne, wir würden uns freuen. Als kleiner Teaser noch einmal Bilder von uns beim Setaufbau. Hier seht ihr Henrik beim Tontechnik verkabeln. Man beachte sein passendes Jogginghosen-Outfit. Mal sehen, wie wir das am Freitag lösen werden. Als kleines Spiel, was man gut gegen Freunde spielen kann, möchte ich euch hier einmal Curve Fever vorstellen. Naja, es ist wie Snake gegeneinander. Man spielt eine Schlange und muss als Längster überleben. Das heißt, man muss sich ausweichen und das ist wirklich ganz cool, wenn man schön noch einen Sprachchat parallel aufmacht, Skype oder Discord oder was ihr nutzt und dann kann man sich wunderbar aufregen und hat kurzweilige Unterhaltung. Freunde von klassischen Spielen können beispielsweise Stadt-Land-Fluss spielen. Einfach stadtlandflussonline.net, dann kommt ihr auf diese Website. Dort könnt ihr ein neues Spiel starten mit verschiedenen Kategorien, die ihr euch aussucht und euch dann über einen Link einladen. Es geht auch ohne Account, relativ einfach. Und ja, klassisches Spiel, auch da wieder die Empfehlung. Macht einen Sprachchat an, fast wie Freunde treffen und Diskussionen sind vorprogrammiert. Viel Spaß damit. Auf scribble.io könntet ihr beispielsweise noch Montagsmaler spielen. Und auf boardgamearena.com könnt ihr euch einloggen und Brettspiele gegen Freunde spielen. Schaut da selber mal gerne rein. Habt ihr sonst noch Ideen für Dinge, die man einfach mit Freunden online spielen kann? Dann schreibt sie uns gerne. Ich würde mich freuen. Vergesst aber nicht, auch das schöne Wetter zu genießen, was wir glücklicherweise im Moment haben. Das werde ich jetzt tun. In dem Sinne, habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Und wir sehen uns bald. Und wenn ihr Bock habt, gerne am Freitag im Livestream. Bis dann!